Herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijablaus. Ich möchte direkt mit dem Sarah Haul Try On Haul starten. Es wird aber nicht nur ein Try On Haul werden, sondern ich werde euch 4 Inspirationen oder sogar mehrere Inspirationen zeigen, wie man mit diesen 5 Teilen ein Bayram Outfit zusammen kreieren kann. Ich sage extra Bayram, wie die Türken das sagen, wie wir das sagen, weil das andere spreche ich wohl falsch aus und es haben sich mehrere beschwert, deswegen bleibe ich bei dem Bayram-Begriff und ihr wisst, was ich damit meine. Wenn nicht, dann schreibe ich das hier hin. Und wenn du keinen Bayram feierst, gar kein Problem, bleib dran. Ich werde euch nicht nur Bayram-Outfits zeigen, ich werde euch auch alltagtaugliche Kombinationen zeigen, deswegen bleibt dran. Ich dachte mir, dieses Mal zeige ich euch nicht nur die Teile angezogen. Das mache ich hier bei meinen Try-On-Hauls, dass ich nur die Teile direkt anziehe mit dem, was ich an dem Tag dann anhatte. Mein Kopftuch ändere ich nicht, die Hose bleibt und ich zeige euch nur das, wie es einfach getragen aussieht. Und dieses Mal dachte ich, mache ich das anders. Ich möchte nämlich mehrere Try-On-Bayram-Outfit-Videos hochladen, heute mit Sarah, wie ihr gesehen habt. Und dieses Mal möchte ich es, wie gesagt, anders machen. Ich werde euch direkt zu meiner rechten und zu eurer linken, werde ich euch direkt die Teile auch kombiniert zeigen, wie ich es kombinieren würde. Und ich werde so gut wie möglich alles, was ich dann anhabe, versuchen zu verlinken, sobald alles aktuell ist. Wenn nicht, werde ich euch Alternativen in der Infobox schreiben. Ich habe 5 Teile eingekauft, von denen werde ich mehrere Kombinationen euch versuchen zu zeigen. Ich hoffe, ich werde nicht zu viel labern. Ich starte direkt mit dem ersten Teil. Ich habe 2 Blusen mitgenommen. Die sind nicht dieselben Blusen, aber ähneln einander sehr. Sind in unterschiedlichen Farben, aber auch vom Stoff her ähneln die sich. Ich habe eine Bluse, eine semi-lange Bluse mitgenommen, die man noch, finde ich, mit einer Hose kombinieren kann, aber auch mit Kleidern oder mit Röcken, wie man möchte. Also, ich habe das extra in der Größe L mitgenommen, kostet 40 Euro. Wie gesagt, ich verlinke euch alle die Teile. Das würde ich zum einen, wie gesagt, mit einer Hose kombinieren. Die Hose kostet 25,95 Euro. Und ist in einem sehr schönen Stoff, zeige ich euch mal vom Nahen. Komplett perfekt für den Sommer. Ich finde die Hose ehrlich gesagt mega schön und ich finde auch den Schnitt sehr schön. Der ist etwas, hat einen minimalen Schlag am Ende und die Länge passt einfach. Die Länge passt jedem, der 1,60 ist, versteht, wie schwer es ist, eine Hose zu finden, die nicht von der Länge her passt. Wie gesagt, ich würde diese beiden Sachen zusammen kombinieren. Eine schöne leichte Hose mit einer schönen Leinenbluse finde ich einfach in Kombination sehr schön. Sommerlich, luftig und leicht, kann man auch im Urlaub gut kombinieren. Und darunter einfach ein T-Shirt. Meine T-Shirts, die ich darunter immer trage, sind immer, wirklich immer, ohne Ausnahme aus Primark. Ihr könnt immer auch dort bedruckte T-Shirts anziehen, kaufen, die ihr dann die Rückseite benutzt oder manchmal auch bedruckt benutzt. Also meine sind immer aus Primark, deswegen kann ich meine Innen-T-Shirts euch nie verlinken. Aber ich zeige sie eigentlich euch jedes Mal bei meinem Primark-Haul. Diese Kombination finde ich sehr schön. Ich muss aber auch sagen, von dieser Bluse hatten die mehrere Farben. Da war so ein Rostbraunton sehr schön und ich konnte mich zwischen den beiden nicht entscheiden. Höchstwahrscheinlich werde ich den auch kaufen. Ich zeige euch mal, welche Farbe ich meine. Und finde den wirklich sehr oft kombinierbar. Ich würde den aber auch ohne die Hose kombinieren. Zum Beispiel, wenn ich es ein bisschen schicker haben möchte, dann würde ich ein Maxi-Kleid darunter anziehen. In diesem Fall habe ich es mit diesem grünen Kleid kombiniert zum Beispiel. Der ist aus Shein, ist aktuell, den haben die in zig verschiedenen Farben, wirklich vielleicht 20 unterschiedliche Farben. Ich hatte damals grün mitgenommen. Ich mag die Kombination zwischen grün und, also diesem Grünton und beige sehr. Top, ärmellos sozusagen, Maxi-Seidenkleid, was ich dann eher vielleicht mit einem Gürtel kombinieren würde oder ohne Gürtel kombinieren würde. Es sieht dann einfach nur etwas eleganter aus, etwas festlicher, nenne ich mal so. Man könnte es aber auch einfach mit einem Rock anziehen. Weil das in beige ist, könnte man das, finde ich, mit allen Röcken anziehen und auch ein weißes, kurzes T-Shirt darunter. Und schon hat man eine dritte Möglichkeit, wie man eine Bluse so kombinieren kann. Wie schon angesprochen, handelt es sich bei dem dritten Teil auch um eine Bluse. Und zwar in dieser grellen Farbe. Also schaut euch mal diese Farbe an. Es ist nicht vom Schnitt dasselbe wie das, was ich euch eben gezeigt habe. Der kostet auch anders, glaube ich. Oder nein, die kosten genauso, der kostet
49,95 €. Den habe ich aber in der Größe M mitgenommen, weil er vom Schnitt her eh schon relativ weit geschnitten ist als das andere. Und ja, die Farbe ist krass, oder? Auch das, wie ihr schon sehen könnt, würde ich mit dieser weißen weiß-beigen Hose kombinieren. Ich finde, diese Farbkombination passt einfach top. Oder ich würde auch das hier mit einem Rock oder mit einem Kleid anziehen. Ich habe das jetzt hier mit dem gleichen Stil kombiniert, mit einem Seiden-Optik-Tanktop, ärmellosen Maxi-Kleid, welches ich von H&M habe. Ich schaue mal, wenn ich den aktuell noch finde, werde ich euch dann verlinken. Ich habe den wirklich mega gerne, weil ich den sehr oft unterschiedlich anziehen kann. Kommen wir zu dem vorletzten Teil, und zwar, es handelt sich um ein Midi-Kleid, was ich wieder mit der Hose anziehen würde oder mit einer anderen Hose, oder man zieht Leggings darunter an, wie man selber möchte, und schaut euch mal die Farbe an. Wow, oder? Eine richtig tolle, grelle Farbe, so ein perfekter Blauton, finde ich, für den Sommer. Auch der ist von dem Stoff her, auch der ähnelt von dem Stoff her den beiden Blusen. So ein Leinenoptik-Stoff, würde ich jetzt so nennen. Ist auch, finde ich, sehr schön passend für das Wetter. Kostet aber 45,95 €, müsst ihr beachten. Ist teurer als die beiden Blusen, aber es ist ja auch ein Maxi-Midi-Kleid. Und ich habe den in der Größe, genau. Ach, das sind, ich sag gerade die ganze Zeit, sieht wie Leinen aus, das ist 100% Leinen. Also es sieht nicht die ganze Zeit danach aus, die sind wirklich auch, es handelt sich um einen Leinenstoff. Sorry. Und ja, der kostet 46 €, den habe ich in der Größe M mitgenommen. Wie gesagt, ich würde das mit der Hose zum Beispiel kombinieren oder mit einer engen weißen Hose. Und voilà, ist das mega einfach kombinierbar. Und ja, dazu kann ich jetzt nicht allzu viel sagen. Kommen wir jetzt wirklich zu dem letzten Teil. Hierbei handelt es sich um einen ja, ganz, ganz leichten Mantel oder eher eine leichte Jacke, nenne ich mal so. Eine schöne Sommerjacke, die ich in der Größe SM mitgenommen habe, die aus 80% Viskose besteht und 50 € kostet. Es ist wirklich sehr schön vom Material. So ein meliert Beige-Ton ist das und ist komplett vom Kragen also die ganze Reihe komplett in Fransen, solche Fransen. Seht ihr? Finde ich auch, hat was. Also ich finde, dass das erstmal beige ist, ist mal was für mich. Und dann, dass das so schön meliert ist. Es ist wirklich komplett für den Sommer gedacht. Und trotzdem sieht es wie ein Trench aus. Wegen dem Detail hier vorne, zum Beispiel hier jetzt bei den Ärmeln, ähnelt das einem Trenchcoat sehr. Aber so ein Mini-Detail, wisst ihr? Das kann man unterschiedlich mega oft kombinieren, finde ich. Das wird ein Teil, was ihr bei mir sehr oft getragen sehen werdet. Ich würde es im Alltag ganz normal tragen, also zum Beispiel mit einer Jeanshose. Hier zeige ich euch das mal mit einer schicken Hose, weil ich ja eher so Beiderm-Outfits zeigen möchte. Und das könnte man, wie gesagt, so ein bisschen schicker kombinieren. Die schicke Hose ist die Hose, die ich euch eigentlich immer in meinen ganzen Vlogs gezeigt habe. Die ist aus H&M, eine 7/8 Hose. Werde ich auch in der Infobox verlinken. Den haben die in allen Farben. Und ich besitze alle Farben. Ich bin mega zufrieden mit der Länge und mit der Passform. Es ist wirklich eine bequeme, schöne, schicke Stoffhose. Oder wenn man es ein bisschen allgemein bequemer haben möchte, könnte man sich komplett weiß, eine weiße Jeanshose, weißes T-Shirt darunter anziehen und das als Jäckchen drüber. Komplett weiß habe ich wirklich wieder ein Primark-T-Shirt an und meine Jeanshose, die ich auch sehr gerne habe, ist aus Shein. Auch die werde ich euch in der Infobox verlinken, aber eine weiße Jeanshose hat, glaube ich, mittlerweile jeder im Schrank. Und ja, ich wollte auch noch sagen, der hat wirklich zwei Taschen an den Seiten. Es ähnelt wirklich einem Trench sehr vom Schnitt her, aber ist einfach top Sommer tauglich. Und ja. Wie gesagt, den könntet ihr mit Maxi-Kleidern, mit Rücken, mit allem drum und dran anziehen. Hierbei macht man, finde ich, nichts falsch. Und ich freue mich, dass ich es gefunden habe. Wie gesagt, ich habe es in der Größe SM mitgenommen. Und ja. Das war es auch schon von meiner Seite. Schreibt mir mal bitte in den Kommentaren, ob dir das als Format gefallen hat. Wenn ja, werde ich das
Gleiche mit H&M machen, das Gleiche mit Primark machen und das Gleiche mit ASOS. Und dann kommt auch zum Schluss nochmal eine Kombination von allem und mit den Teilen, die ich zu Hause habe. Und ihr werdet dann in einem Vlog sehen, für welche Kombination ich mich am Ende entscheiden werde. Ich werde euch nämlich mehrere, ich nenne es mal korrigiert mich in den Kommentaren, Outfits zeigen. Ich freue mich mega auf eure Kommentare, auf euer Feedback. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Bald ist Bayram. Das ist echt krass. Ich freue mich schon. Und schreib mal bitte auch in den Kommentaren, ob du dir schon Gedanken gemacht hast, was du zu Bayram anziehen möchtest.